your best body now. Hi, ich bin die Andrea und ich freue mich, dass du diese DVD gekauft hast. Heute werde ich mit dir gemeinsam ein Tube-Workout durchführen. Du siehst schon, ich bin gut bewaffnet. Ich hoffe, du auch. Wir werden erstmal gemeinsam ein Warm-up durchführen, ganz ohne diese Geräte, und anschließend langsam Step by Step die Geräte mitverwenden. Die Tubes erhältst du eigentlich in jedem normalen Sportgeschäft, aber auch im Internet. Sagen wir ab 5 bis 15 Euro, das variiert, das kannst du dir eigentlich aussuchen. Gelb ist relativ einfach, es gibt verschiedene Farben, je nach Schwierigkeitsgrad. Falls du Anfänger bist und gar kein Tube haben möchtest oder noch keins besitzt, ist das gar kein Problem. Du kannst alle Übungen auch wirklich ohne Tube durchführen. Ich wünsche uns beiden dabei ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Your best body now. So, herzlich willkommen beim Warm-up. Fang bitte erstmal an, ganz locker auf der Stelle zu marschieren. Wir machen einen klassischen Warm-up, das kennst du bestimmt aus den Studios oder aus den anderen DVDs. Die Beine öffnen. Weiter marschieren, die Arme mitnehmen. Aufrecht bleiben. 4, 3 und ein Side-to-Side zur Seite. Nimm deinen Arm mit. Wir versuchen mal gemeinsam den ganzen Körper warm zu machen. Noch 4-mal und streck dich. 2 noch. Und dein Arm geht nach oben. Auch hier lang machen. Zieh dein Bein etwas diagonal nach hinten, sodass du dein Popo schon mal leicht anspannst. 4, 3 und beide Arme zur Seite. 8, 7, 6 mehr. Noch 5, 4, 3, 2 und beide Arme gehen nach oben und hoch. Es wird etwas anstrengender, wenn es über unser Kopf geht. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wechsel auf Leg Curl und Popo. Ferse nach in deinen Hintern. Ganz weit hoch, bitte nicht nur hier unten arbeiten, sondern wirklich hoch mit der Ferse. Noch 4, 3 und Double Leg Curl. 2-mal. Machen wir noch 4-mal. 3 mehr. 2 und Double Leg Curl nach außen und zusammen. Nimm deine Arme mit. Noch 4-mal. 3 mehr. 2 und Knee Lift. Knee. Die Arme wandern mit. Oberkörperweite aufrecht halten. 8 noch. 7, 6, 5, 4 mehr. 3, 2 und 4 Knee Lift zur Seite. 4, 3, 2 und wechseln. 4. Auch hier die Arme lang. Wechsel nochmal. Letzte Mal. Und von Anfang an Side to Side. Zieh dich wieder in die Länge. Oberkörper anspannen. Das Bein diagonal zurück. 4 noch. 3, 2 und unser Arm geht hoch. Streck dich. 4. Beide Arme zur Seite und hopp. Schön anspannen. Machen wir noch 8-mal. Popo anspannen, Arme sind fest. Und beide Arme nach oben und hoch. Nicht vergessen dabei zu atmen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Leg Curl. Ferse an deinen Hintern. Und hoch. Die Arme mitnehmen.
Mehr Power. Vier, drei und Double Leg Curl. Zweimal. Hoch. Bis zu deinem Hintern und hoch. Sehr gut. Noch viermal. Drei mehr. Zwei. Und das Ganze zur Seite. Und. Vier. Drei. Zwei. Und was kommt jetzt? Single Knee. Und hoch. Nimm die Arme mit. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Vier Knee Lift zur Seite. Und wechseln. Nochmal, nochmal. Letzte Mal. Ich hoffe, du kennst die Reihenfolge. Von Anfang an Zeit. Tap. Popo anspannen. Alles einmal durchbewegen. Noch acht. Vier noch. Drei. Und hoch. Popo nicht vergessen, Arm nicht vergessen. Ich weiß, wir müssen an so vieles denken. Aber wir möchten warm werden. Vier, drei, beide Arme zur Seite und hip. Anspann, anspann. Achtmal noch. Noch vier, drei, zwei, beide Arme hoch und hoch. Power, power, power. Streng dich an, hoch. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, Ferse an deinen Hintern und hoch. Die Arme fest anspannen, dein Bauch ist fest. Vier, drei, Double Leg Curl, zweimal pro Seite. Die Schulter tief, nicht verkrampfen, sondern anspannen. Dabei mal noch. Und das gleiche zur Seite raus. Vier mehr. Drei noch. Zwei. Und Single Knee, aber das weißt du schon. Die Arme strecken. Mach einen Bogen. Knie nach außen. Das Standbein leicht gebeugt. Und atmen. Vier, drei, vier Knee Lift zur Seite. Wechseln. Standbein immer leicht gebeugt. Und nochmal. Letzte Mal. Und ich würde sagen, das letzte Mal von Anfang an. Zeit. Nicht nachlassen von der Spannung. Fest anspannen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, komm, komm. Zwei. Und es geht hoch. Noch achtmal. Streck dich. Hoch, hoch, hoch. Noch vier. Und zur Seite, beide Arme. Bitte nicht nur den halben Weg, sondern wirklich runter. Die Arme gehen tief. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und hoch. Achtmal. Sieben, sechs. Die letzten vier. Drei noch. Zwei. Und was kommt jetzt? Leg Curl natürlich. Hoch. Und die Arme wieder mitnehmen. Fleißig arbeiten. Machen wir noch vier. Drei. Zwei. Doppelt. Nochmal. Die letzten vier Doppelten. Zwei mehr.
und das gleiche zur Seite raus. Wenn das nicht klappt, kannst du auch auf der Stelle zwei machen. Aber ich denke, das wird schon funktionieren zu Hause. Vier noch. Drei. Zwei. Und Single Knee Lift. Knee Lift. Die Arme machen einen Bogen und strecken. Und atmen. Acht. Vier. Drei. Vier Knee Lift zur Seite. Und wechseln. Noch einmal. Das letzte Mal. Und Side to Side ohne Arme. Tap, tap. Popo anspannen. Die Schulter ist tief. Dein Bauch ist fest. Acht. Sechs. Vier. Zwei. Und wir nehmen die Schulter mit. Was mobilisieren. Langsam lösen, wieder ohne Schulter und tief gehen. Runter, runter, das Bein geht etwas diagonal zurück, sodass du dein Popo schon mal fest anspannen kannst. Das letzte Mal die Schulter und machen einen ganzen Kreis, schön nach hinten die Schulterblätter zusammen und runterziehen. Noch vier, drei, zwei, Step Touch, Step. Die Beine schließen, ist ein ganz normaler Schritt. Ganz leicht, aber die Arme, die gehen mit. Und etwas tiefer gehen. Achtmal noch. Sieben, sechs, fünf, vier, drei. Ich hoffe, du schwitzt. Und auf der Stelle marschiere. Nur marschieren. Die Beine arbeiten lassen. Die Arme gehen auch hier mit. Beine hoch, hoch, hoch. Nicht spazieren. Heb die Beine, heb die Beine. Vier, drei. Die Schritte werden etwas kleiner. Etwas lockerer marschieren. Und wieder. Die Beine heben. Nimm die Arme mit. Bauch ist fest. Und wieder etwas lockerer. Vier, drei, ganz locker marschieren und atme mit mir ein und aus. Tief ein und aus. Machen wir noch zweimal gemeinsam. Das letzte Mal. Und lösen, marschieren. Warm bin ich. Ich hoffe, du bist es auch. Und es geht weiter mit den Tubes. Best Body. Now. So, warm sind wir. Warm-up haben wir hinter uns. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir beginnen mit den Tubes für die Beine. Ich würde gerne mit dir hiermit die Beine trainieren. Komplett Oberschenkel, außen, hinten, innen, plus unser Gesäß. Ich würde sagen, du schnappst dir auch deinen Tube, falls du eins hast. Nimmst es mal, öffnest hier am Klettverschluss beide Teile und gehst mit beiden Füßen erstmal da rein. Bitte nicht umkippen und achte bitte darauf, dass du deinen Klettverschluss innen am Knöchel zumachst. Die andere Seite auch. Kontrollier das nochmal, dass auch wirklich alles sitzt. Innen sollte es zu sein. Achte darauf, dass du es über die Socken irgendwie anziehst oder über eine Hose. Das kratzt ein bisschen, wenn du schwitzt und wir die ganze Zeit gleich damit arbeiten werden. Ich hoffe, du hast es in Ruhe angezogen. Ich warte noch einen Augenblick auf dich. Nochmal schauen, ob alles okay ist. Die Beine leicht geöffnet, Schulter tief und atme ein durch die Nase und Mund wieder aus. Nochmal tief ein und aus. Noch zweimal. Spannung schon mal aufbauen, bereite dich mental schon mal vor. Tief ein und wir beginnen mit Side to Side. Tap. Die Arme mitnehmen
Müsstest du nicht, weil wir wirklich nur mit den Beinen jetzt arbeiten wollen, muskulär. Aber sonst ist es langweilig und so verbrauchen wir ein paar Kalorien mehr. Die Beine gehen diagonal nach hinten, so dass du dein Popo anspannst. Ich hoffe, du spürst gleich was. Ich verspreche dir, dass es in ein paar Augenblicken so weit sein wird. Und doppelter Tap. Tap. Doppelt. Geht das ein Side to Side. Nur, dass du beide Seiten zweimal machst. Nochmal. Machen wir noch viermal. Drei mehr. Zweimal noch. Letzte Mal. Und Single Side to Side. Single. Und rein in die Bewegung. Diagonal nach hinten das Bein. Popo so richtig fest anspannen. Nimm die Arme mit. Und atmen. Oberkörper aufrecht, alles ist fest. Noch achtmal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei, ich hoffe alles sitzt. Vier. Drei. Und zusammen wieder die doppelte. Tap. Das gleiche wie Side to Side, macht dir keinen Stress. Nur beide Seiten zweimal. Die Arme mitnehmen. Zwischendurch atmen. Noch vier. Drei mehr. Zwei. Einer noch, einer noch. Und wieder Single Side to Side in die Bewegung rein. Komm. Und Power. Gib Gas, schön anspannen. Gas bedeutet nicht schneller werden, sondern deinen Körper richtig fest anzuspannen. Nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Und nochmal. Die doppelten. Und Tap. Schön in die Bewegung rein. Halte dein Standbein gebeugt. 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 Gib mir noch vier Stück von. Drei mehr. Zwei. Einer. Und Single Side to Side. Und gib Gas. Schön anspannen, das Bein nach hinten. Gesäß muss fest sein. Wo sind die Arme? Spann mehr an. Achte auf dein Po. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf mehr. Noch vier. Drei, zwei, die doppelten und tap, tap, tap. Machen wir noch viermal zusammen. Vier noch. Komm, kämpf. Zur Seite. Schön mit Spannung. Vier, drei, zwei. Super. Und das letzte Mal. Single Side to Side. Rein in die Bewegung. Popo anspannen. Schulter tief. Und Spaß haben natürlich. Lächeln. Gib mir noch acht Stück von. Acht. Sieben. Komm, du bist nicht allein. Wir machen es zusammen. Viermal noch. Drei mehr. Zwei. Doppelt, 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 doppelt. Und tap. Standbein gebeugt. Nochmal. Zieh. Zieh. Popo anspannen. Vier Runden noch. Vier. Drei noch. Zwei. Sehr schön. Noch einmal. Und Single Leg Curl. Du kennst es aus dem Warm-up. Single Leg Curl. Ferse hoch.
Die Arme machen das Gleiche. Ferse ganz nach oben. Und nochmal. 8 noch. 7. Du arbeitest hinten mit dem Bein. Ich denke, das spürst du auch schon langsam. 4 noch. 3. Und auch hier die Doppelten. Die Schmerzen ertragen, kämpfen, schwitzen und natürlich lächeln. Und nochmal. Zieh. Single Curl, Single. Hoch. In die Bewegung wieder rein. Und anspannen. Nicht vergessen, nicht nur mit den Beinen und die Arme hier halten, sondern richtig mitnehmen. Mal noch. 7. 6. 5 mehr. Noch 4. Das sieht gut aus. Du hältst durch. Komm. Noch 4. 3. 2. Und wieder doppelt. Kämpfen. Hoch. Das Standbein ist gebeugt. Hoch. Komm. Zieh. Ferse ganz nach oben. Nicht mogeln. 4 mal noch. 3 mehr. Die letzten beiden. Die letzte Runde. Und Single Leg Curl. Zur Mitte zurück. In die Bewegung rein. Mehr Power. Zieh. Die Ferse nach oben. Nimm die Arme mit. Ich möchte dich schwitzen sehen. Noch 8. 7 mehr. 6. 5. 4. Die Knie schön nach außen. Keine X-Beine. Nein, nein. 4. 3. 2. Und doppelt. Das Standbein gebeugt, bitte. Hoch. Hoch. Und wieder Single Leg Curl. Die letzte Runde. Zieh hoch. Nicht hier unten arbeiten. Hoch. Ich bin bei dir. Ich kämpfe mit dir zusammen. Also komm. Acht mehr. 7. 6. Ich hoffe, du merkst das genauso doll wie ich. Noch 4 mal. Noch 3. 2. 1 und doppelt. Wenn es zu doll wehtut, denk an was anderes, mach einfach nach. Denk an was Schönes. Die Schmerzen lassen nach. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und kick it. Kick. Kick und tap. Kick und tap. Ganz wichtig, dass du hier darauf achtest, dass du nicht einfach nur trittst, also nicht locker in die Bewegung rein. Ist kein Cooldown, sondern gib noch immer Gas und heb das Bein an. Und trainier deinen Innenschenkel, wenn du hebst. Und dein Popo, wenn du das Bein nach hinten legst. Die Arme mitnehmen. Kalorienverbrauch ist immer gut. Und zieh. Zieh. Die Schulter runter. Bewusst atmen. Ausatmen. Ein. Aus. Ein. Machen wir noch 16 zusammen. Komm, gib Gas. Power. Und zieh. Und zieh. Ausatmen. Aus und ein. Aus und ein. Aus und ein. Sind nur noch 8, es wird weniger. 8. 7. 6 mehr. 5. Noch 4. 3 mehr. 2. Und Single Knee Lift. Single. Hoch. Hände einstützen. Bauch anspannen. Der Oberkörper ist aufrecht. Und das Bein heben. Du trainierst deinen Hüftbeuger und deinen Oberschenkel. Und atmen. Und hoch. 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 Wieder nicht hier unten arbeiten. Zieh das Bein richtig hoch. Bis zu der Hüfte, aber nicht über die Hüfte ziehen. 90 Grad an der Hüfte ungefähr einhalten. Und atmen.
8 noch. 7. 6. 5. Die letzten 4. 3. 2. Es wird etwas schmerzhaft. Es geht zur Seite. Heben. Auch hier ganz wichtig, dass du deine Mitte findest. Der Oberkörper darf nur leicht mitgehen. Bitte nicht ganz zur Seite neigen. Und achte darauf, dass du eher die Ferse nach oben ziehst als die Zehenspitze, ja? Richtig die Ferse. Das Standbein ist auch hier gebeugt. Und arbeite. 8 noch. 7, ich weiß, es tut weh. Zieh, zieh. Noch 4. 3 mehr. 2. 1. Und lösen. Wir öffnen zur Seite. Und es geht tief. Runter, runter. Die Beine sind auf. Dein Gewicht ist nach hinten verlagert auf die Ferse. Und nicht mit den Knien zu viel arbeiten. Du setzt dich eher mit dem Gesäß hin. Wie beim Skifahren eigentlich. Und klein arbeiten. Klein. Die Schulter runter. Bauch ist fest. Ich hoffe, du lächelst noch immer. Und schwitzen. Halten und genießen. Die Muskulatur fest anspannen. Zieh deinen Bauch rein. Die Schulter tief. Noch etwas tiefer. Die letzten 8 Sekündchen. 7 mehr. 6. 5. Noch 4. 3 mehr. 2. 1. Und aufrichten. Atme ein. Die Spannung an den Beinen bleibt. Und nochmal. Einatmen. Und aus. Zweimal noch. Ein. Aus. Das letzte Mal. Und von Anfang an, die andere Seite, side to side, tap. Wieder in die Bewegung reinkommen. Zieh. Das Bein leicht diagonal nach hinten schieben, Popo anspannen. Noch 8 Mal. Noch 7. Noch 6. Noch 5. Die letzten 4. 3 mehr. 2. Und der doppelte Schritt. Doppelt. Tap. Tap. Was ist wichtig? Du weißt es schon. Das Standbein gebeugt. Und zieh. Ausatmen. Aus. Wo sind deine Arme? Mitnehmen. Und Single Side to Side. Single. Tap. Wieder rein in die Bewegung. Popo fest anspannen. Nicht schneller werden, sondern mit dem Muskel mehr arbeiten. Das hängt wirklich von dir ab, wie weit und wie doll du anspannst. Noch 8. 7 mehr. 6. 5. 4 noch. 3 mehr. 2. Oh oh. Und die Doppelten wieder. Tap. Tap. Standbein gebeugt. Zieh. Denk nicht an die Schmerzen. Einfach weiterarbeiten. Es lohnt sich. Komm. Zieh. Nochmal. Noch 4. Noch 3. 2. Und Single Side to Side wieder. Tap zur Seite. Das Bein diagonal zurück. Nicht vergessen. Alles anspannen. Komm, komm, komm. Nicht nachlassen. Mehr Power. Zieh. Auch wenn es die gleiche Bewegung ist. Weiter powern. Machen wir noch 8 Mal. 8 geht noch. 7, wir sind zu zweit. Wir kämpfen zusammen, dann ist es nicht so schlimm. Noch 4 Mal. 3 mehr. 2. Oh oh. Und die doppelte. Tap. Zurück. 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 Achte auf das Knie. Gebeugt halten. Noch 4 Runden. 3 Runden noch. 2. Und nochmal. Und das letzte Mal. Single Side to Side. Tap, tap, tap. Die letzte Runde. Also nicht nachlassen.
richtig kämpfen. Achtmal noch. Komm, du kannst mitziehen. Und zieh, 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 zieh. Noch vier. Drei. Zwei. Und der doppelte Schritt. Doppelt, doppelt. Ich bin sicher, du gibst alles. Komm. Lass mich hier nicht alleine. Du musst auch schwitzen. Die letzten vier Male noch. Und hepp. Drei. Zwei. Komm, vier schaffen wir noch zusammen, oder? Komm, vier noch. Noch drei. Sehr gut. Zwei. Nicht nachlassen. Und Single Leg Curl. Single. Fers an dein Popo. Es wird härter, ich weiß. Und hoch. Achte drauf, deine Knie schauen nach außen. Keine X-Beine. Nein, nein. Schön nach außen. Ferse nach oben. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier noch. Drei. Zwei. Und Double Leg Curl. Zweimal. Die Schmerzen genießen. Komm und kämpf weiter mit mir. Zieh. Sehr schön. Gib alles. Vier. Drei. Zwei. Und Single Leg Curl. Hoppa. Und hoch. Die Arme mitnehmen. Eine Kalorie, die zweite Kalorie. Zwei Kalorien pro Arm, pro Bewegung. Also zieh. Komm. Hoch. Hoch. Ich hoffe, es geht dir noch gut. Noch acht. Sieben. Sechs mehr. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und wieder Double Leg Curl. Das Standbein beugen. Wenn dir das viel zu viel wird, kannst du die Arme gerne weglassen. Falls dein Puls zu hoch steigt, wenn du das merkst. Ansonsten mitnehmen die Arme, ja? Noch vier Runden. Drei noch. Zwei mehr. Letztes Mal. Und wieder Single Leg Curl. Kämpfen, Power, komm, komm. Nicht aufgeben, nein, nein. Nicht nachdenken, nicht hinsetzen. Bleib bei mir und arbeiten, komm, zieh, zieh. Die Hälfte haben wir schon, jetzt nicht mehr aufhören. Acht, sieben, sechs, fünf. Merkst du, oder? Also ich spüre das deutlich. Vier, drei, zwei. Double Leg Curl wieder. Und die Arme mitnehmen. Ferse an den Popo. Hoch. Und hoch. Nicht vergessen zu atmen. Auch wenn du mich nicht atmen siehst, ich rede die ganze Zeit und irgendwie funktioniert das dann mit dem Atmen automatisch. Aber du solltest darauf achten, dass du wirklich atmest. Noch viermal. Drei mehr. Zwei. Die letzte Runde. Single Leg Curl. Und hoch. Nochmal Gas geben. Das schaffst du. Komm, komm. Einmal noch. Was ist das schon? Komm. Hoch. Hoch. Acht. Sieben. Es wird weniger. Sechs. Fünf. Vier noch. Drei mehr. Zwei. Und das letzte Mal. Die doppelte. Hoch. Und zieh. Ferse nach oben. Vier noch. Drei. Zwei. Und kick it zur Seite. Kick, tap. Kick, tap. Was haben wir eben besprochen? Bitte nicht treten. Nicht das hier, sondern wirklich heben. Trainier nochmal dein Innenschenkel hier und dein Popo außen. Arme gehen weiter mit. Und nochmal. Achte darauf, dass du die Seite gewechselt hast. Nicht, dass du zwei Seiten oder eine Seite zweimal machst. Zieh. Zieh.
Ausatmen, ein. Aus, ein. Und schön anspannen. Die letzten 16, die gehen noch. 15, 14, 13. Zähl ruhig mit. Noch 12, noch 11. Zähl mit. Noch 10, noch 9. Und die letzten 8 gemeinsam. 7, 6, noch 5, noch 4, 3, 2 und Single Knee Lift. Knie, Knie, Knie. Das Bein nur heben, gebeugt. Versuche ungefähr mit deinem Knie auf Hüfthöhe zu sein. Wenn du das Bein hebst, die Hände einstützen, Oberkörper aufrecht. Versuch dein Gleichgewicht zu halten. Je doller du deinen Körper anspannst, umso mehr kannst du dein Gleichgewicht auch halten. Also hier darfst du nicht nur mit den Beinen arbeiten, sondern wirklich anspannen, alles. Hoch, 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 hoch. Noch 8 Mal. 7 mehr. 6 und noch 6. Die letzten 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und zur Seite. Tap. Heb das Bein. Das Standbein bleibt auch hier wieder gebeugt. Und achte darauf, dass du die Ferse etwas nach oben ziehst. Jetzt nicht ganz so doll. Hauptsache, du arbeitest nicht mit den Zehenspitzen. Das bitte nicht. Sondern wirklich seitlich heben. Du merkst es außen am Bein. Weiter atmen. Die letzte. 16. 15. 14. Kämpf weiter. Und nicht nur minimal heben, sondern richtig, soweit du kommst. Mit den Fesseln ist es natürlich schwer, aber umso intensiver. Noch 8. 7. 6, nur noch 6. 5 gehen schnell vorbei. Die letzten 4. 3. 2. Einmal. Und lösen. Öffne das Bein und push. Arbeite mit den Oberschenkeln. Bauch rein, Schulter tief. Achte darauf, dass die Knie gebeugt sind. Du arbeitest mit dem Gesäß. Immer wieder zum Sitzen andeuten. Und atmen. Sehr schön. Nur noch ein bisschen. Dann haben wir einmal komplett alles gut bearbeitet. Die letzten 8. Noch 7. Die letzten 6. 5. 4. Kleiner werden. 4. 3. 2. Halten. Geh richtig tief. Bitte nicht das hier, sondern unten bleiben. Ich weiß, dass es weh tut, aber gleich ist es schon vorbei. Jetzt nicht aufgeben. Und noch ein bisschen halten. 8 noch. 7 mehr. 6. 5. Noch 4. Die letzten 3. Noch 2. Sehr schön. Sammel deine Füße vorsichtig ein. Ruhig einmal ausschütteln. Ein bisschen lockern. Bleib in der Grundposition stehen. Hüftschmal, Knie gebeugt. Die Zehenspitze nach vorne, Becken ist gekippt. Und einatmen. Und wieder aus. Und durch die Nase ein. Mund wieder aus. 2 Mal noch. Das letzte Mal. Und lösen. Die Schulter einmal zurück. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ich bitte dich einmal darum, die Fesseln auszuziehen, bevor du durch die Wohnung läufst. Nicht, dass du umkippst. Ich ziehe sie auch gleich aus und ich würde sagen, wir trinken beide was, tupfen kurz und machen dann weiter mit dem anderen Tube. Wo ist der? Hier für die Arme. Bis gleich. Your best body. Now. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, du hast dich auch frisch gemacht, hast etwas getrunken, dich ein bisschen abgetupft. Ich habe das auch gemacht. Warm-up haben wir hinter uns. Die Beine und unser Gesäß haben wir ordentlich gekräftigt. Und ich würde sagen, es geht weiter mit dem nächsten Tube. Wir kräftigen unser Oberkörper. Was gehört dazu? Die Arme komplett, Bauch und Rücken.
Ich würde sagen, du schnappst dir dein Tube, falls du es nicht schon hast. Und wir positionieren uns gemeinsam. Einmal die Füße drauf. Achte darauf, dass du breitbeinig dastehst, nicht zu doll. Die Knie sind leicht gebeugt. Die Schulter führst du nach hinten. Oberkörper aufrecht und wir fangen ganz locker mit Bizeps an. Hoch, tief, hoch, tief. Kein Hohlkreuz. Schieb dein Becken leicht nach vorn. Ausatmen. Ein, aus, ein. Und nochmal. Ganz wichtig, dass du mit dem Ellenbogen nah am Körper bleibst. Wenn du deine Arme runterführst, bleib in der Beugung. Nicht komplett strecken. Und tief. Tief. Nochmal. Achtmal noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier noch. Drei mehr. Zwei. Wir bleiben hier und kleine Bewegungen nach oben. Arbeite richtig in den Muskel rein. Zieh aber dabei deine Schulter runter. Becken bleibt vorn. Kleine Bewegungen, sieht nach nichts aus, aber man spürt es doch. Achtmal noch. Sieben. Sechs. Oberkörper aufrecht. Die letzten vier. Drei noch. Zwei. Eins. Und kleine Pause locker lassen. Schieb die Schulter nach hinten, kurz entspannen. Zweimal noch. Letzte Mal. Und von Anfang an. Bizeps. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Atme aus und ein. Aus und ein. Nochmal. Hoch. Hoch. Ausatmen, wenn wirklich dein Muskel anspannt, beim nach oben führen. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Kontrolliere deine Ellenbogen. Nicht weit vom Körper. Nicht das hier. Dann wirklich nah am Körper bleiben. Handgelenk bis in einem halten. Nicht abknicken vom Handgelenk. Nochmal. Die letzten acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei mehr. Zwei. Und die kleinen. Push hoch. 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 Du merkst, je kleiner, desto schlimmer irgendwie. Und atmen. Becken bleibt vorne. Die letzte. Acht. Sieben mehr. Sechs und noch sechs. Fünf noch. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und kleine Pause runterführen. Die Schulter führen wir nach hinten. Nochmal. Einmal noch. Und die Arme zur Seite heben. Hoch und tief. Atme aus und ein. Schau genau, die Handfläche schaut jetzt nach unten. Beim Zurückführen wieder nach oben, sodass du auch die Rotation hast. In den Schultern. Nochmal. Hoch und schließe. Atme aus, wenn die Spannung da ist. Und wieder ein. Aus und ein. Deine Ellenbogen sind immer gebeugt. Bei dieser Übung. Und nochmal. Hoch und tief. Hoch. Lass dein Becken vorne. Die Grundspannung halte. Sehr gut. Noch viermal. Drei mehr. Die letzten beiden. Einer noch. Und wir bleiben oben. Nur halten, du merkst, es wird schwer. Nur halten, die Handfläche schaut nach unten. Und atme, dein Bauch ist fest. Du musst wirklich alles anspannen. Bauch ist fest, Bauch ist fest. Achte darauf, dass du hier nicht nur mit den Armen arbeitest, mit den Schultern, sondern wirklich mit deinem ganzen Rumpf. Die Muskulatur muss angespannt sein. Noch acht. Sieben, Zittern ist erlaubt. Sechs. Fünf, noch vier, drei mehr, zwei, eins und langsam lösen und ablegen. Das ist schön, ich weiß es, ablegen. Und die Schulter entspannen.
Noch zweimal. Das letzte Mal. Und die gleiche Übung. Nochmal. Und hoch. Und wieder tief. Atme aus. Und ein. Die Arme sind sehr schwer geworden. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du nur bis hierhin erstmal hebst. Atme aus. Und ein. Wenn du schaffst, dann kannst du höher gehen. Aber das erste Mal nicht überanstrengen. Atme aus. Und ein. Dein Bauch ist fest. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Nochmal. Noch vier. Drei mehr. Zwei noch. Das letzte Mal. Und die Schmerzen ertragen. Halte. Ganz wichtig, dein Bauch fest anspannen. Dein Becken ist nach vorne gekippt. Kein Hohlkreuz. Lass dein Becken vorne. Die letzten Sekunden. Acht noch. Sieben mehr. Sechs. Fünf. Vier. Wenn du nicht mehr kannst, geh etwas tiefer, aber nicht sofort fallen lassen. Vier. Drei. Zwei. Und langsam lösen. Und die Schulter wieder entspannen. Zurück. Du merkst schon, die Schulter ist richtig fest. Einmal noch. Und langsam lösen. Die Handfläche schaut nach oben. Kontrollier nochmal deine Position. Dein Becken bleibt vorne. Und wir heben die Arme gebeugt nach vorne. Hoch. Und tief. Hoch. Tief. Achte darauf, dass du die Ellenbogen gebeugt nach hinten führst. Bitte nicht nach oben und nach unten fallen lassen, sondern wirklich anspannen und führe die Bewegung runter. Hoch und tief. Nochmal. Acht noch. Sieben mehr. Sechs. Fünf. Noch vier. Wenn es dir auch nicht geht, arbeite tiefer. Das ist gar kein Problem. Nochmal. Letzte Mal. Und wieder locker lassen und runterführen. Die Schulter entspannen. Vier. Noch drei. Zieh die Schulterblätter zusammen. Konzentriere dich auf deinen Körper. Machen wir noch einmal. Und die Arme gehen wieder hoch. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Atme aus. Und ein. Aus. Und ein. Nochmal. Achtmal noch. Sieben. Sechs. Das ist hier ein richtiger Kampf, ich weiß. Die letzten vier. Die Bewegung führen, nicht mit Schwung. Zweimal noch. Das letzte Mal. Und langsam wieder lösen. Die Schulter geht zurück. Zweimal noch. Immer zwischendurch die Pause einlegen, sonst ist es einfach zu viel für die Arme. Und langsam lösen. Die Griffe nimmst du übereinander. Halt beide Griffe auch wirklich mit beiden Händen fest. Schau, ob du stabil stehst. Knie wieder gebeugt, Becken leicht nach vorn. Die Schulter tief, die Arme etwas weiter nach vorn. Und hebe. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Die Ellenbogen nach außen. Und konzentriere dich darauf, dass du vom Handgelenk wieder nicht abknickst. Jetzt wieder ein Stück, dein Unterarm ist fest. Und nochmal. Hoch. Ausatmen, ein. Immer dann, wenn die Spannung kommt, ausatmen. Nochmal. Hoch. 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 Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Gleich hast du es geschafft. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Ablegen.
Die Schulter langsam nach hinten führen. Dreimal. Zweimal. Das letzte Mal. Und lösen. Die Griffe wieder aufeinander. Zwei Wiederholungen machen wir schon pro Übung. Die Griffe aufeinander. Gut festhalten. Und es geht wieder hoch. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Spann auch deinen Bauch an. Hoch. Nochmal. Ausatmen. Ein. Aus. Und ein. Kämpfen. Komm. Power. Und zieh. Hoch. Hoch. Wenn es nicht geht, diese Höhe reicht auch. Arbeite nach Gefühl. Ausatmen und ein. Die Ellenbogen raus. Handgelenk ist fest. Die letzten acht. Noch sieben. Sechs. Fünf. Die Arme werden schwer und fest. Komm. Zieh. Vier. Drei. Zwei und lösen. Sehr gut. Langsam wieder locker lassen. Die Schulter. Dreimal zurück. Ganzen Kreis. Zwei. Die Schulterblätter schön runter und zusammenziehen. Das letzte Mal. Und lösen. Das linke Bein bitte lösen. Die Schulter ist tief. Wir arbeiten nur mit einem Arm. Führ deinen Arm nach oben. Euer Daumen, dein Daumen, unser Daumen. Schaut nach hinten. Setzt die Schulter tief, die Knie leicht gebeugt, Becken bleibt vorne und eine kleine Bewegung nach hinten. Ganz wichtig ist es, dass du hier nicht rotierst, mit dem Oberkörper nach vorn gerichtet bleiben und zieh wirklich nur deinen Arm nach hinten. Du kräftigst hier nicht nur die Schulterpartie, sondern auch einen Teil deines Rückens. Und klein, klein. Nochmal. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf mehr. Gerade bleiben, Bauch ist fest. Noch vier. Drei mehr. Zwei. Einmal noch. Und langsam wieder lösen. Die Schulter nach hinten führen. Zurück. Einmal noch. Und langsam wieder lösen. Das linke Bein setzt du bitte drauf. Und das andere Bein lösen. Wieder in die Position gehen. Wir haben die Seite gewechselt. Handfläche hoch. Und führe deinen Daumen erstmal zurück. Kontrolliere erstmal deinen Körper. Die Knie sind gebeugt. Dein Becken ist vorn. Die Schulter runterziehen, nicht verkrampfen und die kleine Armbewegung nach hinten. Dein Daumen schaut nach hinten und klein. Spann auch deinen Bauch an. Alles ist fest. Es sieht nach einer kleinen Bewegung aus, aber es tut weh. Und zieh. Wieder darauf, das ist keine Rotation. Ich möchte nur deinen Arm. Und weiter. Atmen. Klein, klein. Die letzte. Acht. Sieben noch. Sechs mehr. Fünf. Die letzten vier. Drei noch. Ganz klein. Noch zwei. Die letzten kleinen. Und langsam wieder locker lassen und lösen. Die Schulter geht zurück. Schulterblätter wieder runter. Entspann dich. Zweimal noch. Das letzte Mal. Sehr gut. Und lösen. Wir gehen mit beiden Füßen wieder drauf. Geh wieder in die Grundposition. Knie nicht vergessen, gebeugt, Becken nach vorne. Öffne die Arme. Die Ellenbogen sind gebeugt. Die Handfläche schaut nach oben.
und du arbeitest nur mit den Armen. Du ziehst die Schulterblätter hinter deinem Rücken zusammen und löse. Kleine Bewegung zusammen und löse. Du merkst schnell, du kräftigst deinen oberen Rücken und deinen Nackenbereich zusammen und löse. Nochmal. Atme aus und ein. Aus beim Zusammenziehen, beim Lösen wieder ein. Aus. Ein. Spann deinen Rücken an. Fest. Die letzten viermal. Vier. Drei noch. Zwei mehr. Einer noch. Und kleine Pause ablegen. Und die Schulter. Lass dein Tube bitte nicht fallen wie ich. Keine Schwächeanfälle. Und die Schulter zurück. Zieh die Schulterblätter tief. Nimm dir die Zeit dafür. Letzte Mal. Und langsam wieder lösen. Führe die Arme wieder nach außen. Und wir kräftigen noch einmal den oberen Rücken. Langsam zusammenziehen und öffnen die Schulterblätter zusammen und versuch die Tendenz auch etwas nach unten zu richten, sodass du die Schulterblätter zusammen, aber gleichzeitig auch etwas nach unten führst. Versuch das mal und tief und öffnen. Atme aus und ein. Aus, ein. Aus und ein. Noch vier. Drei mehr. Dein Bauch ist die ganze Zeit fest. Zwei. Das letzte Mal. Und langsam lösen. Die Schultern nicht vergessen. Sie gehen nach hinten. Auch hier die Schulterblätter zusammen und runterziehen. Einmal noch. Und wieder lösen. Die Griffe weiter halten. Kreuz die Arme bitte vor deinem Körper. Die Knie sind gebeugt. Zieh deinen Bauchnabel rein. Und wir kräftigen gemeinsam den unteren Rücken. Oben haben wir schon. Es geht unten weiter. Geh vorsichtig tief und hoch. Nochmal. Tief und hoch. Tief und hoch. Du musst es gleich im unteren Rücken spüren, rechts und links vor allem. Tief und hoch. Ganz wichtig, dein Rücken muss gerade bleiben. Tief. Knie sind gebeugt. Noch viermal. Vier. Drei mehr. Zwei noch. Letzte Mal und wir bleiben gemeinsam unten. Halten und eine kleine Bewegung nach oben. Ganz wichtig, Bauchnabel rein. Klein arbeiten, klein. Du spürst das jetzt intensiv im Rücken. Die letzten acht, sieben, Bauchnabel rein. Ganz wichtig. Viermal noch. Drei mehr. Zwei und halten. Stütz die Arme auf die Oberschenkel ab und vorsichtig aufrollen. Wirbel für Wirbel und die Schulter zuletzt. Die Schulter noch einmal nach hinten. Und das letzte Mal. Die Arme kreuzen vor dem Körper. Die Knie sind gebeugt. Bauch ist fest. Bauchnabel rein. Und tief und hoch. Tief und hoch. Die Knie beugen. Bauchnabel schön rein. Es ist wichtig, dass dein Rücken gerade bleibt. Nochmal. Nochmal. Tief und hoch. Noch achtmal. Noch sieben. Noch sechs. Noch fünf. Die letzten vier. Drei mehr.
2. Und wir bleiben noch einmal unten. Halten. Kleine Bewegung aufwärts. Hoch, 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 hoch. Zieh deinen Bauchnabel rein. Kämpf mit mir zusammen. Ich weiß, du merkst es sehr deutlich, aber so soll es sein. Bauchnabel rein. Lass deine Rücken arbeiten. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3 mehr, 2 und anhalten. Die Hände stützen mir wieder ab und langsam aufrollen. Zuletzt die Schulter und zurück. Noch einmal. Sehr gut. Langsam lösen. Wir lösen unser Tube. Halten es fest und nimm dein Tube bitte doppelt. Nimm dir die Zeit, genau, einmal doppelt nehmen, die Griffe übereinander. Und komm nochmal in die Grundposition. Knie gebeugt, Hüft schmal, Becken nach vorne. Wir fassen unser Tube oben an und legen die Griffe nach hinten. Wenn du einmal bei mir schaust, Becken bleibt vorne. Ganz wichtig, oben ist dein Handgelenk wieder fest. Dein Ellenbogen ist nach oben gerichtet und wir arbeiten nur mit dem Trizeps. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Nochmal, ausatmen, ein. Eine Runde pro Seite, ja, das schaffen wir. Hoch, lass dein Becken vorne. Nach oben ausatmen, nach unten ein. Machen wir noch 8 Mal. 8, 7, 6 mehr, 5. Die letzten 4, 3 mehr, 2 und die kleine Bewegung nach oben. Wieder in den Muskel richtig reinarbeiten. Nur ein bisschen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und langsam lösen. Langsam hinten loslassen, den Arm gern ausschütteln und die Seite wechseln. Die Griffe sind oben oder unten, wie du magst. Hinter dem Rücken die Arme verschränken. Ich zeige es dir nochmal von der Seite. Achte darauf, dass du das Bändchen hier wirklich runterziehst. Nicht hier oben halten, weil dann nützt das nicht allzu viel. Wieder in die Grundposition. Und hoch. 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 Hoch, hoch. Und die letzten kleinen. 8. Hier hält es sich einfach besser mit dem Griff. Das merkst du schon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und halte. Weit auseinanderziehen. 4, 3, 2 und langsam wieder lösen. Wir kommen runter, schütteln den Arm aus und wechseln die Seite. Wieder doppelt nehmen. Hinter dem Rücken einmal hinlegen. Ups. So, jetzt haben wir es. Ich zeige es dir nochmal von der Seite. Zieh das Bändchen auch hier an deinem Gesäß runter. Dein Ellenbogen ist nach oben gerichtet, Knie gebeugt. Und nochmal, hoch, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Ausatmen, ein, hoch. Die erste Runde dauert etwas länger, die zweite wird umso kürzer. Atme nach oben aus, nach unten ein, hoch und tief, hoch, hoch. Grundposition nicht vergessen, dein Bauch ist fest. Nur noch 4 Mal. 3 noch. 2, 1 und die kleine Push-Hook. Ganz klein. Die andere Seite ziehst du runter. 8 noch. 7, 6, 5, 4 noch.
Drei mehr. Zwei. Eins. Und langsam bitte wieder lösen. Gerne den Arm nochmal ausschütteln. Wir wechseln noch einmal. Der Griff ist diesmal unten, sodass du einmal beide Seiten gemacht hast. Ich zeige es dir nochmal von der Seite. Die eine Seite runterziehen. Ellenbogen nach oben gerichtet und eine kurze Runde nochmal. Und hoch. Hoch. Ausatmen, ein. Aus und ein. Acht nur. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und das letzte Mal. Ganz klein. Und in den Muskel wieder rein. Ich weiß, der Muskel wird heiß und schmerzt. Aber das macht uns nichts. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wieder locker lassen. Den Arm nochmal ausschütteln. Und die Schulter entspannen. Viermal zurück. Dreimal. Zweimal. Das letzte Mal zieh die Schulter richtig runter. Und ich würde sagen, wir haben auch diesen Teil geschafft. Tube ist fertig und wir gehen rüber in die Dehnung. Bis gleich. Your best body. Now. So, da bin ich wieder. Es geht weiter mit den Dehnübungen. Es ist nämlich nicht nur wichtig zu kräftigen, sondern die Muskulatur muss man auch dehnen und entspannen. Also freue ich mich, dass du auch diesen Part der DVD angemacht hast und dass wir zusammen weitermachen können. Hüftschmal bitte erstmal hinstellen in die Grundposition. Die Knie locker, Becken bleibt vorne, die Arme nach oben führen und den gesamten Körper in die Länge strecken. Streck dich so weit, bis du im Bauch die Dehnung spürst, im Rücken und in den Armen. Die Position halten. Und wenn du dich daran gewöhnt hast, kannst du etwas tiefer in die Dehnung reingehen. Noch etwas mehr. Atme gleichmäßig weiter. Langsam lösen, die Arme nach unten führen. Die Schulter geht zurück. Nimm deinen linken Arm, führ deine Handfläche zwischen die Schulterblätter und zieh deinen Ellenbogen vorsichtig zur Seite. Achte darauf, dass du hier nicht nach hinten kippst, sondern dass du wirklich vorne bleibst. Dein Becken bleibt vorn. Nicht nach unten schauen, schau mich an. Langsam lösen und die Seite wechseln. Die andere Handfläche zwischen die Schulterblätter und zieh deinen Ellenbogen zur Seite. Du merkst die Dehnung hier außen. Und langsam wieder lösen, die Arme öffnen. Führ deinen linken Arm nach hinten und drück deinen Ellenbogen vorsichtig zurück, bis du die Dehnung im Schulterbereich spürst. Du kannst ruhig mit der Zeit etwas tiefer in die Dehnung gehen. Versuch da wirklich auf deinen Körper zu hören. Langsam wieder lösen, die Seite wechseln, führ deinen Arm nach hinten und drück deinen Ellenbogen zurück. Grundposition weiterhalten. Stell dich bitte nicht ganz entspannt hin oder so, sondern wirklich in die Grundposition. Die Spannung halten wir noch weiter. Langsam wieder lösen, öffne beide Arme und zieh deinen Daumen nach hinten. Dein Becken bleibt vorne, Brustkorb öffnen und die Dehnung halten. Die Schulter bleibt tief.
dafür deinen linken Arm hoch und zur Seite strecken. Auch hier weiter atmen. Du kannst etwas mehr in die Dehnung rein, wenn es für dich angenehm ist. Langsam lösen und wechseln. Achte darauf, dass du deinen Kopf nicht fallen lässt, sondern wirklich halten und die Arme ziehen. Auch hier wieder lösen, die Arme zur Mitte führen, nach vorne und in den Rücken rund ziehen. Wir ziehen unser Becken nach vorne, Bauchnabel rein und führe dein Kinn zum Brustbein hin. Die Arme gehen langsam wieder nach oben, streck dich noch einmal und die Arme öffnen. Die Schulter geht zurück. Leg deinen Kopf zur Seite ab. Versuch deine Schultern auf einer Ebene weiterzuhalten. Nicht ganz zur Seite gehen, in der Mitte bleiben. Und nur mit dem Kopf arbeiten, sodass du im Nacken die Dehnung spürst. Komm wieder zur Mitte zurück. Und die Seite wechseln. Achte auf die Schulter. Du gehst nicht ganz runter. Bleib in der Mitte und nur mit dem Kopf arbeiten. Langsam wieder lösen. Zur Mitte zurückkommen, die Schulter einmal nach hinten ziehen. Leg bitte ein Bein nach vorne, zieh deine Zehenspitze ran und stütz dich auf das Standbein. Die Schulter runterziehen, dein Rücken ist gerade, dein Kopf in der Verlängerung. Du merkst die Dehnung hier hinten. Ein paar Sekündchen halten. Langsam wieder lösen, zur Mitte kommen und die Seite wechseln. Stütz dich wieder auf das Standbein, die Zehenspitze ranziehen, die Schulter tief, dein Kopf bleibt in der Verlängerung. Langsam wieder lösen. Komm zur Mitte zurück, zieh deine Ferse an dein Gesäß, das Standbein beugen. Du kannst gerne mit deinem Arm nachhelfen, wenn du dein Gleichgewicht so besser halten kannst. Oder du schnappst dir einen Stuhl, wie du magst. Zieh dein Becken weit nach vorne und das Bein zurück. Wir holen das Bein nach vorne und legen es vorne ab. Die Arme sind geöffnet und setz dich vorsichtig hin. Die Schulter bleiben tief. Und langsam wieder locker lassen. Die Schulter geht zurück. Wechsel das Bein. Die linke Ferse geht nach oben. Du kannst deinen Arm gerne fallen lassen oder heben, so wie es für dich angenehmer ist. Die Hüfte nach vorne ziehen. Wir wechseln die Position. Beide Arme kommen dazu. Geh tief mit dem Gesäß. Die Schulter runterziehen. Und langsam wieder lösen. Die Schulter nach hinten ziehen.
Atme mit mir durch die Nase ein und aus. Nochmal, tief ein und aus. Ruhiger atmen, einatmen, genauso viel auch aus. Das letzte Mal. Langsam wieder lösen. Die Schulter zurück. Vielen Dank für deine Mühe und für deinen Schweiß. Bis zum nächsten Mal.